Hier, guck mal. Hier ist genug. Katharina. Katharina! Katharina Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest. Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore? Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Ludovico und Keiko, zu euren Diensten. Basta! Wo sind meine Kinder? Lasst sie gehen! Natürlich, Signora. Wir werden sie gerne eintauschen. Für eine Kleinigkeit. Eine spezielle Karte. Und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie, ein spezieller Apfel, natürlich. Oder soll ich den Kindern die Kehlen durchschneiden? Was da? Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts. Da werde ich schon wieder angerufen, wo ich doch beim Aufnehmen bin. So ein Scheiße. Alles, um mehr zu machen. Zum Kotzen. Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf außerhalb der Stadt. Du hast eine Stunde. Katharina, nein. Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern. Niemand opfert ihr irgendwas. Geht und holt sie für mich, Ezio. Sie. Ihr habt mein Wort. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt. So, bevor ich jetzt hier kurz weitermache, muss ich einmal kurz meinen Kumpel hier schreiben. Dass ich gerade hier voll in der Aufnahme bin. Und das geht nicht. Ich kann jetzt einfach nicht sprechen. Ich würde ihn ja gerne dran teilhaben lassen über Skype. Nur komischerweise, wenn ich das Fenster screame, sieht er nur schwarz. Das war damals anders, als ich noch mit der TV-Karte aufgenommen habe. Da ging's komischerweise. Aber jetzt benutze ich ja eine Capture-Box. Und da sieht das Ganze komischerweise anders aus. Ich hab's heute mit den komischerweise. Okay, wo soll es hingehen? Na! Oh. Keiko und Ludovico Orsi. Gelangweilt von ihrem Lotterleben auf dem Land, entschieden die Orsi-Brüder, etwas Würze in die Sache zu bringen. Sie gründeten einen Geldverleih, der sehr erfolgreich war, vor allem weil sie alle diejenigen töteten, die nicht zurückzahlten. Dann heuerte Katharina Sforza sie an, um ihren Mann Girolamo Riario, einen Templer, umzubringen. Was sie auch prompt erledigten. Sie ritten zu seinem Palast, walzten ins Esszimmer, stachen ihm ins Herz, plünderten das Anwesen und ließen seine nackte Leiche im Stadtzentrum zurück. Den Abstergo-Daten nach wollte Rodrigo Borgia sie nach seiner Flucht aus Venedig dafür bezahlen, den Edensplitter zurückzubringen. Und natürlich Katharinas Kopf. Es war die Idee der Orsi-Brüder, ihre Kinder zu entführen. Ich frage dich, was ist das für eine Welt, in der die Reichen so böse sein dürfen? Eine grausame Welt. Aber ich habe so einen Kribbeln in der Nase, das ist ekelhaft. Oh, und ständig muss ich niesen. Oh. Ein. Ach, lass mich doch in Ruhe. Geht mal weg. Eins.
Misericordia, bitte. Ich will dich gar nicht töten. Das ist ein Glück. Aber ich muss mir trotzdem jetzt mal die Nase putzen, ey, das ist scheiße. Warum, natürlich müsste ich vorher wissen, wo ich meine Taschentücher hingeschmissen habe. Und morgen habe ich die irgendwo nämlich hingeschmissen. Und ich weiß nicht wo. Habt ihr es auch manchmal so, dass ihr irgendwo was hinpackt und später sucht? Tut das gut. Oh, herrlich. Befreiend. Richtig befreiend. Dazu musst du mich erstmal erwischen. Nein, ich gehöre niemandem. Ich habe nicht ewig Zeit, um mit euch zu spielen. Alter, ihr könnt mich mal kreuzweise. Ja, es tut mir leid, die haben es jetzt aber gerade extrem verdient. Hier, guck mal. Deine Eingeweide werden schon bald die Piazza schmücken. Alter, wie viele kommen denn noch von euch? Mann, hör auf, dich da einzumischen, wenn ich mit denen hier beschäftigt bin. Guck mal. Ja, jetzt hast du sie mal gezeigt. Genau so. Ja. Das Gebiet ist ziemlich groß. Der Herr ist mein Hirte, mein Hirte ist er, mein Hirte. Frauen sind keine zarten Blumen. Wir mögen hübsch aussehen, aber das trügt. Das ist doch furchtbar. Hoffentlich glaubt ihr nicht, ich hätte Angst vor euch. Das wäre ein Fehler. Meine Mama lässt nicht zu, dass ihr mir etwas antut. Und wenn ihr auch nur ein Haar meines Bruders trägt, wirklich Quatsch. Das werdet ihr nie überleben. In einer Stunde bin ich zu Hause. Also Grazie. Grazie, Messere. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen.
Am Leuchtturm! Ja, und der ist natürlich da. Ja, lauf mal weg hier. Naja, es gibt ja viele Leuchttürme. Ja, dazu müsst ihr mich kriegen, bla bla bla. Das hat euch gar nicht zu interessieren, ob ich jetzt hier bin. Muss ich mich hier rauf hin, na? Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Hast du keine Eier? Er ist doch noch ein Kind. Ich hab Hunger. Kann ich etwas zu essen haben? Bitte, Messere, ich hab Hunger. Basta, basta. Ich bekomme Kopfschmerzen. Oh. So. Das ist die letzte Chance, Katharina. Den Apfel sofort, oder ich breche dem Jungen die Beine. Hab dich. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. Okay. Grazie, Messere. Kein Problem, habe ich gerne getan. Das will ich gleich wissen. Sondererinnerung. Ach so, das ist... Ich weiß, was das ist. Die eigentliche Mission beginnt ja hier. Reparierte Erinnerung. Ich müsste vorher zu einem von denen. Das ist der wohl am dichtesten. Okay. Dann versuche ich mal so schnell wie möglich dahin zu rennen. Achso, das sind von denen. Ich hab schon gedacht. Ja, ich hab jetzt gerade keinen Bock zum Springen. Deswegen. Schwimmen. Was sagst du? Kommt, Freunde. Diese
Mal sehen, vielleicht kriegen wir ein paar bessere Rüstung. Auf jeden Fall. Immer gut auf die Rüstung aufpassen. Ich habe zwar jetzt bloß noch so wenig, das ist aber egal. Aber schaut mal, was wir an Energie jetzt haben. Alter. Und empfiehlt uns bitte weiter. Das ist doch herrlich. Gut Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich heute mal hier. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart zu Assassin's Creed 2. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und haut rein. Ciao.